Ich freue mich quasi nicht. Die sind ein bisschen sehr nett. Können wir da wieder rein? Ich will da wieder rein. Warum auch? So, dann heißt es jetzt erstmal zurück nach Schweinfurt. Nein! Okay. Hey, jetzt hat er angehalten. Jetzt muss ich ihn nur noch angreifen. So, Blechbüchse. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche dich noch, Blechbüchse. So, erstmal als allererstes auf den da. Bevor der wieder irgendwie seine komischen Schnuffelpapsen macht, prügeln wir den erstmal zusammen. Oh, das ging doch. Warum nicht gleich so, weißt du? Bisschen Druck prügeln und dann... Mano. Ja, sammel mal ein. Das sammelst du ein. It's a gift. Ist es Gift? Bananenpudding, mal wieder. Bitte was? Fällt dir ein, ins Mikrofon zu quatschen, ey. Banane. Hört sowieso keiner. Banane! Schrei mich nicht an! Gott! Was tun für eine Diva, ey? Was? Wow, sogar zu faul, die Hände aus der Decke zu nehmen, wa? So, den Klapperklebs da hinten haben wir ja schon. Für die Blechbüchse. Ah, Mann, warum fällt die Blechbüchse immer auseinander? Was? Keine LPs angesehen? Bitter. Das ist bitter. Naja, hast viel nachzuholen. Da geht ja schnell. Ein paar Tage durchmachen und dann hat sich's auch. Dann hast du das ganze Profi-Gameplay ja voll verpasst. Nein, hast du nicht. Du musst das Mikrofon nicht in den Mund nehmen. Wo soll ich wissen, wie laut ich reden muss? Das Mikro bei dir in der Kusche hängt. Was? Wo hängt das? Was war das? Du musst zwar das Wort Kusche kennen. Was? Kusche? Was ist Kusche? Kusche. Du meinst Mund. In Deutschland sagen wir Mund. Bei dir ist es Maul. Let's go! Ja, ist aber immer noch besser als Kusche. Kusche, Alter. Was? Langes Wochenende? Nee, Montag ist Arbeit. Tja. Ich bin kein bisschen verreckt. Also, sind wir hier letztens verreckt? Bei Ni No Kuni, glaube ich. Bin ich eigentlich schon mal richtig gestorben? Ganz und gar? So, Roxas hat einen neuen Trick gelernt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, Köder ist eigentlich ganz nice. Aber damit macht er Magieangriff. Hallo, Mandy. Ah, hallo, Mandy. Roxas liegt daran, dass er einfach das Mikro nicht teilen will. Das ist ja auch mein Mikro. Ich habe noch ein weiteres Mikro. Das kann ich dir dann in deine Gusche stecken. Gusche, ey. Au! Was ist das? Köder ist eigentlich nice. Dann geht Schutzschild dafür weg, aber er lernt Wasserbombe, weil magischer Angriff ist von Roxas recht hoch. Dann macht er vielleicht auch mal ein bisschen Damage. So, als erstes übernachten, oder? Ich glaube, als erstes können wir mal hier reingucken. Ja, Halli, Hallöchen, Schlupfloch, Typ. Abholen. Einfach mal. Scheiße, wir haben nicht so ein Sonnenschein-Ding. Kacke, dann können wir die Technik ja gar nicht machen. Mist. So, erstmal wieder Geld ausgeben, das ist. Was schreist denn hier schon wieder so? Ach, schrei doch, was du willst. Knubbel ich ein bisschen ins Mikrofon. Das passt auch. Ja, wir speichern. So, natürlich hatten wir eine angenehme Nacht. So, also auch wieder zum Kaiser von Schweinhausen hier.
Schade, dass hier gibt es auch keine Monsteraufträge, ne? Hätte ich mal vorher nachgucken sollen, bevor wir rausrennen. Ich gehe nie. Ich gehe nie. Okay, der hat gar nichts für uns. Okay, gut, dann hat sich ja alles erledigt. So, ich hoffe, wir kommen gleich wieder in die Gegenwart, Zukunft oder wie auch immer. In die Zukunftsgegenwart. In die Gegenwartskunft. Ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll. Nein, das ist ja Zukunftsgegenwart-Ding. Oder so. Nee, keine Ahnung. Lass mich. Was ist denn jetzt so? Ich gehe jetzt zum Kaiser und beschwere mich über dich. Und wegen dir schubse ich die Oma hier. Na, hast Glück gehabt. Ich meine, Oma schubsen kannst du. Du wirst ja ständig hinfallen. Macht nix. Latscht dir immer noch hinterher. Latscht dir immer noch hinterher. aber wir müssen dem Kaiser berichten, dass wir euch gefunden haben. Ja, ihr wollt meinen Vater sprechen, wie? Ich frag mich, was ihr von ihm wollt. Ach, eigentlich ist es mir egal. Ciao. Netter Kerl. Warte eine Minute, Mann. Wir haben euch doch gerettet. Willst du uns nicht danken oder so? Danken? Ihr solltet uns dafür danken, dass wir euch nach Schweinfurt eskortiert haben. Hör, Flix ist der kleine Vorlaut. Ich habe sowas noch nie erlebt, Mann. Klein? Ich bin nicht klein. Und ich habe einen Namen. Gascon. Prinz Gascon für dich. Sprich mich gefälligst mit vollem Titel an, falls ihr uns je wiedersehen. Jetzt komm, Marcassin. Na gut. Oh, Gott sei Dank reisen die nicht länger mit uns. Wofür hält er sich eigentlich? Verflix noch eins. Der treibt mich noch zur Weißglut. Die zwei Prinzen heißen also Gascon und Mascan. Ich hasse den Namen. Marcassin. Ja. Irgendwas ist mit Prinz Gascon. Was denn? Er kommt mir so vor, als ob ich ihn schon mal gesehen hätte. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Oh, ganz bestimmt. Das ist zweifellos nur deine Einbildung. Das ist Sven, oder? Meinst du? Sven? Nee, oder? Na gut, er kennt sich hier aus, ne? Ich weiß nicht. Ja. Und jetzt hör auf, Zeit mit solchen Unsinn zu vergeuden. Wir müssen weiter. Ich bewundere deine Einstellung. Nicht jedes Kind würde es wagen, einem Kaiser die Stirn zu bieten. Es tut mir leid, Eure Majestät, aber da gibt es etwas, was wir tun müssen. In der Tat, und doch sind deine magischen Fähigkeiten wirklich herausragend. Ich sehe jetzt ein, dass ich niemals an dir hätte zweifeln dürfen. Du verstehst sicher, dass ich den derartigen magischen Talent nur ungern ziehen lasse. Bist du sicher, dass ich dich nicht überzeugen kann, Marcassin Magie zu lehren? Genauso dickköpfig, wie ich ihn in Erinnerung habe. Was hast du gesagt? Ich glaube, das ist wirklich der andere, wa? Es tut mir leid, Majestät, aber wir müssen wirklich zurück in unsere Zeit. Aber wir wissen nicht wie. Ihr wollt zurück in eure Zeit? In die Zukunft? Nun, der Zauber Zeitsprung wäre dafür natürlich ideal geeignet. Zeitsprung? Ein legendärer Zauber, der es dem Zauberer erlaubt, eine Reise durch die Zeit zu unternehmen. Aber er lag ob seiner Macht lange hinter Siegeln. Mensch, klingt, als wäre das genau das Richtige. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, an diesen Zeitsprung-Zauber ranzukommen. Hey, ich habe von deinen neuen Regeln gehört. Meinst du, das ist er? Ich würde sagen, das ist er. Braune Augen, dunkle Haare. Komm, die haben alle braune Augen und dunkle Haare. Gar nicht, guck dir den Kleinen an, der blaue Augen. Noch. Warum kann ich nicht mit ich hasse diesen Namen so sehr. Losziehen und ihm dabei helfen, sich in Magie zu üben. Ehrlich, Gascon, wir wissen beide, dass du nicht ein Funken Magie im Leib hast. Marcassin ist dazu bestimmt, ein Weiser zu werden. Er kann nichts von dir lernen.
Das ist nicht wahr. Ich werde mal Kaskin Magie lernen. Ich werde ihm helfen, ein Weiser zu werden. Du wirst schon sehen. Er braucht deine Hilfe nicht. Du sollst deine Zeit besser darauf verwenden, dir eine andere Rolle zu überlegen, die du im Reich übernehmen kannst. Von was für einer anderen Rolle redest du denn? Muss ich dir denn alles erklären? Du musst deine eigenen Antworten auf solche Fragen finden. So ist es in Schweinfurt Tradition. Na gut, komm, Markaski, Markassin. Gehen wir und üben uns in Magie. Okay. Das war aber schon richtig. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ihr wart gerade dabei, vom Zeitsprung zu sprechen, Eure Majestät. Ja, als Belohnung dafür, dass ihr meine Söhne gerettet habt, werde ich euch aus dem Sagenschatz von Schweinfurt erzählen. Es heißt, der Zauber der Zeitreise ermöglicht, liegt auf dem Pfad der Gräber verborgen, ebenso wie der Zauberstab, der benötigt wird, um ihn zu wirken. Pfad der Gräber? Das gefällt mir gar nicht. Der Pfad der Gräber windet sich nordwestlich von hier durch ein trostloses Tal. An seinem Ende steht ein uralter Altar aus dem Zeitalter der Weisen. Dort werdet ihr den legendären Zauberstab Morgenstern finden. Morgenstern? Erweise dich würdig, diesen Zauberstab zu führen, dann wirst du sicherlich für bereit erachtet werden, Zeitsprung zu wirken. Seid dir allerdings bewusst, dass du Zeitsprung nur einmal in deinem Leben benutzen kannst. Wenn du in die Zukunft zurückkehrst, wirst du nicht wieder in diese Zeit reisen können. Verstehst du das? Ja, Eure Majestät, wir verstehen das. Und wir werden uns Morgenstern holen und zurück in unsere Zeit reisen. Dein Eifer ist bewundernswert, aber Vorsicht, der Pfad der Gräber ist Heimat vieler böser Geister. Nimm diesen Zauber und halte mit seiner Hilfe die Dämonen im Zaum. Lichtpfeil. Danke für deinen Kommentar. Das werden wir. Danke sehr, Majestät. Guck, Majestät spreche ich dich sogar an. Besser so. So. Also, ich denke mal, das ist ja ein Lichtding. Ah, ich will hier wieder weg. Ich brauche Geld. Ich gehe gleich irgendwo auf der Straße betteln. So, hast du mal eine Mark und so. Hast du mal einen Gulden. Wir gehen, glaube ich, erstmal noch zu dem Ausrüstungsladen und kaufen noch so viel ein, wie wir an Geld haben. Weil bestimmt garantiert und hundertprozentig kommt wieder irgendwas, wo wir dann die ganze Zeit MP verbrauchen. Und wenn wir keine MP mehr haben, dann stehen wir nämlich da. Ja. So in etwa wird es dann bestimmt wieder ablaufen. So, ich glaube, der Laden war irgendwo hier oben. Oh, da glitzert was. Oh, vielleicht sind da 5 Milliarden Gulden drin. Das würde uns natürlich ein bisschen weiterhelfen. Ja, oder eine süße Pastete. Das könnte uns eventuell auch weiterhelfen. Oh, Toasties. Oh, Toasties hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Schön Toasties und dann mit Käse drüber und als so richtig als Sandwich machen. Das ist voll geil. Wieso? Bist du klein dafür oder kommst nicht ins Regal oder was? Nein, ich bin aber zu trocken. Echt? Nee, musst du ihn nass machen. Wirklich? Ja. Das ist meine Beurteilung. Ich möchte nicht wissen, wie du deinen Toasties machst. Ja, nass, hab ich doch gerade gesagt. Oh. Ja, wahrscheinlich schmeißt du eine Badewanne mit Toaster, aber. Na klar. Ist einfach nur drin sitzen. Ja, Cheeseburger ist zu teuer. Können wir nur ein so ein Ding. Ein Kaffee können wir uns nur leisten. Ich nehme mal so viel. Ja, das, wir können es echt. Wir können es hier gar nichts leisten. Dann nehme ich nochmal sowas mit und dann. Können wir noch irgendwas verticken, was wir nicht brauchen? Ich weiß nicht, ob ich dieses ganze Kraut und sowas hier irgendwie.
irgendwie verkaufen sollte. Ich meine, wie gesagt, ich wollte ja sowieso nie Alchemie machen, aber nachher ja vielleicht doch. Und dann stehen wir da. So, erstmal ganz kurz Kreaturenkäfig. Dir gebe ich mal wieder ein bisschen den Pudding. Hier bitte kannst du wieder den Bananenpudding essen. Ja, ich glaube, Training und sowas würde, glaube ich, echt mal nicht schaden. So, dann haben wir noch Pastete für Genauigkeit. Ja. Chat hat eigentlich genug Genauigkeit. Dir gebe ich mal die Genauigkeit. Ich weiß nicht warum, dir gebe ich jetzt einfach die Genauigkeit. Kriegt er wenigstens ein bisschen was davon. Finde ich toll, wie er sich immer auf den Bauch schlägt. Scheinbar hat er das nötig. Ja, ich weiß, ein bisschen Training wäre vielleicht echt gar nicht mal so schlecht. Ich habe keine Lust zu trainieren. Ich bin so eine trainingsfaule Sau. Auch wenn wir immer ganz schön zu kämpfen haben mit allem. Das muss ich auch mal sagen. Ich versuche ja schon so viel zu trainieren wie möglich. Naja, wie möglich nur auch nicht unbedingt. Wirklich, Hähnchenburger mit Pommes. Das hat nicht die richtigen Smileys dafür. Was willst du denn machen? Chili Cheese Pommes. Aber bei dem so. Ding ist weder eine Chili noch Käse drin. Nee, Evil Wisdom 2 werde ich nicht spielen. Aber ich war. Nee. Also doch, du ja, aber kannst du es ja aufnehmen. Ich hab kein Mikro. Ich hab ein Mikro. Na, das ist ja deins, hast du ja schon im Mund. Ich hab das im Mund? Ich muss die Blechbüchse fangen. Also erstmal machen wir den Klapperklaus hier fertig oder den Klippenklapperer oder wie auch immer. Ist schön, wie ich hier fertig mache. So, dann ist der nämlich schon mal weg. Und dann können wir. Ha, jetzt. Ich brauche doch so einen. Komm, Vergewalt. Was? Manu. Steinsplitter? Ich glaube, ich habe. Da muss ich nachgucken, Roxas. Wieso? Ich habe schon genügend Horror-Let's Plays gemacht. Ich habe einen Schattenstein. Muss ich schon wieder. Warte. Ist ja doof. So. Ja, White Day, das ist jetzt. Nee, so einen Stein habe ich nicht. Ja, ich weiß, eigentlich immer das Lieblingsessen geben. Aber ja. Dann werden die immer so einseitig trainiert, finde ich. Ich möchte sie nicht so einseitig trainieren, Ex-Dragon. Wo kommt die Sau denn jetzt her? No slacking, you lot. Es kommt Ende Oktober werde ich noch ein Horrorspiel spielen. Warte, wie hieß das? Songs of Horror, glaube ich, hieß das. Für die PlayStation. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Da freue ich mich auch schon drauf. What can I say? It's a gift. Angst?